Moin, moin. Ich grüße euch zum 17. Folge von unserem Podcast Schnacken übers Telefon. Heute ist mein Gesprächspartner ein sympathischer Mann, der 27 Jahre für nur einen Verein spielte. Herzlich willkommen, Mr. Blau-Weiß-Lohne, Christian Bröhring. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut. Ja, und bin jetzt mal gespannt, welche Fragen so auf mich zukommen. Ja, Christian, ich sagte ja schon, dass du 27 Jahre nur für einen Verein gespielt hast, für Blau-Weiß-Lohne, wovon 15 Jahre in der ersten Mannschaft. Ich glaube, es ist zu Recht, wenn ich dich Mr. Blau-Weiß-Lohne nenne, denn das kommt selten vor. Wie kommt das? Bist du auch in Lohne geboren? Ja, genau. Ich bin gebürtiger Lohner und ich freue mich natürlich immer, wenn die Leute mich mit Lohne in Verbindung bringen. Da hat man wirklich 27 Jahre lang für gespielt. Muss natürlich auch sagen, dass Blau-Weiß-Lohne mir auch ganz viel zurückgegeben hat. Und ich glaube aber, dass es auch im Laufe der Zeit in Blau-Weiß-Lohne mehrere Leute gibt, die den Spitznamen auch verdient haben. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn man mich da auch mit dem Verein verbindet. Du warst jahrelang ein Spieler, der den Trainer als einen der ersten auf den Spielerbogen schrieb. Hast du nie daran gedacht, irgendwo anders zu spielen? Ja, also es gab eigentlich wirklich fast nie einen Grund oder auch nie eine Situation, wo ich tatsächlich über einen Wechsel nachgedacht habe, weil in der Jugend war es schon immer so, dass die Jugendmannschaften sehr hoch gespielt haben. Ja, damals ist man halt in der F-Jugend angefangen, hat man irgendwie die Mannschaften so durchlaufen und dann, als es doch dann irgendwie ein bisschen leistungsorientierter war, sei es in der C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, da hat Lohne schon immer sehr, sehr hoch gespielt und man hatte dann irgendwie auch das Glück, dann immer in diesen Mannschaften spielen zu dürfen. Ja, und dann war immer das Ziel, irgendwann mal in die erste Herren zu kommen und das hat dann ja irgendwie auch ganz gut geklappt. Ja, und da war man erstmal schon ganz stolz, dass man das so geschafft hat und dann lief es ja in meinem ersten Herren ja auch nicht ganz so gut. Wir sind dann leider aus der Niedersachsenliga abgestiegen und waren dann in der Bezirksoberliga, so hieß die damals. Und als wir dann aber 2010 in die Bezirksliga abgestiegen sind, das war dann schon auch irgendwie ein, ja, ein harter Schlag und dann war zeitgleich Eute aufgestiegen in die Oberliga und dann hat man sich doch auch schon mal mit Eute zusammengesetzt und hatte ja die Möglichkeit dahin zu wechseln und da war wirklich das erste Mal so der Gedanke zu sagen, okay, man hat die Möglichkeit so hoch zu spielen. Ja, natürlich liegt der Verein am Herzen. Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, vielleicht macht man es. Ja, und dann haben wir uns aber wirklich als Mannschaft zusammengesetzt und ohne Trainer und haben dann gesagt, okay, was machen wir? Wir haben uns den ganzen Mist eingebrockt und haben gesagt, okay, wenn wir alle zusammenbleiben, dann werden wir es bestimmt auch schaffen, den Kahn wieder aus dem Mist zu ziehen. Und so ist das dann auch gekommen. Und da muss man auch wirklich sagen, das war schon auch wirklich eine charakterstarke Mannschaft. Und wir haben dann wirklich auch eine ganz tolle Saison gespielt, sind dann Meister in der Bezirksliga geworden, haben dann den Bezirkspokal sogar gewonnen, ja, in der Halle den OV Supercup. Und dann sind wir sogar in der Saison noch Fairplay-Preissieger geworden. Und ja, das war dann für uns sportlich schon wirklich eine ganz hervorragende Saison. Ja, man hat dann halt in Anführungsstrichen nur Bezirksliga gespielt und dann halt nicht Oberliga. Aber im Nachhinein war das, glaube ich, der richtige Schritt. Und ja, wir waren eigentlich alle glücklich. Und ja, das hat die Mannschaft eben noch mehr zusammengeschweißt, als man dann wirklich auch diese ganzen Erfolge eingefahren hat. Okay. Du hast Höhen und Tiefen mitgemacht. Was war das größte Tief in deiner Laufbahn? Ja, da sind natürlich in erster Linie die Abstiege zu nennen. Und vor allen Dingen der erste Abstieg aus der Bezirksliga, ja, der war besonders hart, weil Lohne immer jahrelang die Nummer 1 war. Und ja, irgendwie viele Leute auch immer nach Lohne geguckt haben. Und ich glaube auch, dass da ja einige Leute auch ein bisschen schadenfroh waren, als dann in die Bezirksliga ging. Man hat dann halt wirklich mit vielen Vereinen hier aus dem Kreis in einer Liga gespielt, hat dadurch natürlich auch viele Fußballer kennengelernt, aber ja, das ist eigentlich ja nicht die Liga, in der Lohne sich messen wollte, aber es ist dann halt so gekommen. Ja, und dann haben wir uns ja zum Glück auch direkt wieder ein Jahr später dann sind wir dann ja zum Glück aufgestiegen und haben es dann wieder geschafft, höher zu kommen. Aber die Abstiege dann in die Bezirksliga, das ist dann ja zweimal passiert und ja, das waren schon immer ja, die Sachen, wo ich sage, das waren schon so die Tiefpunkte in der Laufbahn, ne? Die Abstiege. Und dein Höhepunkt? Ja, der Höhepunkt war natürlich dann, ja, die Aufstiege natürlich, da haben wir natürlich immer sich sehr gefreut und viel gefeiert und auch die Pokalsiege, die Bezirkspokalsiege, die wir eingefahren haben. Ja, besonders habe ich mich natürlich gefreut über den Aufstieg in die Oberliga.
jetzt auch im letzten Jahr. Das war nämlich so, dass ich ja damals in der Niedersachsenliga gestartet bin und dadurch, dass wir dann wieder in die Oberliga aufgestiegen sind, das habe ich 15 Jahre lang versucht und ja, es ist mir dann zum Glück im letzten Jahr dann auch mit dieser tollen Mannschaft gelungen und da hat sich irgendwie auch so ein Kreis wieder für mich geschlossen. Und ja, was man auch als Höhepunkt ansehen kann, war natürlich das Spiel gegen Atlas Delmhorst damals, wo wir in der Saison zwar leider den Aufstieg nicht geschafft haben, aber wo dann wirklich mal 3000 Leute wieder zu einem Punktspiel nach Lohne gekommen sind und ja, das bleibt mir auch ganz besonders in Erinnerung. Ja, das kann mich gut erinnern. Ein sonniger Tag, volles Haus, eine Bombenstimmung. Ein Sieg hätte gereicht für den Aufstieg. Genau, ein Sieg hätte damals gereicht. Das ist uns dann leider verwehrt geblieben. Aber trotzdem hatten wir noch alles in der eigenen Hand. Und dann haben wir es halt damals in Rothenfelde leider nicht geschafft. Ja, war natürlich auch ein Spielverlauf, so der eigentlich hätte perfekt laufen können. 2-0 zurückgelegen. Und dann haben wir ja irgendwie noch kurzer Schuss das 3-2 gemacht. Und dann ja, hat Rothenfelde leider noch mal in der fast letzte Minute den Ausgleich geschossen und dadurch haben wir es halt nicht geschafft. Das war natürlich dann ein sehr, sehr bitterer Moment. Man muss allerdings sagen, dass die gesamte Saison auch mit der Mannschaft, da waren auch wirklich viele tolle Momente dabei und dann ist das eigentlich sehr, sehr schade, dass dann sozusagen, ja, das halt auch in Erinnerung bleibt, ne? Obwohl man da wirklich viele, viele tolle Spiele hatte, viele tolle Auswärtsspiele, auch das Spiel in Delmhorst, da erinnere mich gerne dran zurück. Halt leider nicht sollen sein, ne? Doch das Jahr später war noch schlimmer, bei Nordhorn verlieren, oder? Ja, genau, also da wären wir dann ja, hätten wir das Spiel in Nordhorn gewonnen, wären wir dann ja sozusagen als Vizemeister aufgestiegen, da hat Bevern ja so eine tolle Saison gespielt und war punktemäßig schon ganz weit vorne und ja, das war natürlich auch sehr bitter, dass man das nicht geschafft hat, aber da hätte man es auch ehrlich gesagt rein sportlich gar nicht so verdient gehabt. Ne? Also der verpasste Aufstieg dann 2017 Rothenfelde, das hat mich wesentlich mehr gewurmt. Natürlich hätte man dann auch gerne den Aufstieg als Vizemeister mitgenommen, aber das waren auch irgendwie andere Voraussetzungen oder andere Gegebenheiten. Und natürlich war man da sehr enttäuscht, aber die Enttäuschung dann in Rothenfelde war wesentlich größer. Dein Abschied war durch die Corona-Pandemie nicht ideal, denn der Saison ging fast aus wie eine Nachtkerze, doch mit einer Meisterschaft. Ich meine nach 21 Spielen und Aufstieg in der Oberliga. Hast du das noch voll erlebt? Denn du hattest, wenn ich mich gut erinnere, in dieser Saison viel Verletzungspech. Ja, genau. Also wie gesagt, der Aufstieg, der bedeutet mir wirklich sehr viel. Das stimmt, ich hatte nicht so viel Einsatzzeit. Das hat zum einen auch mit Verletzungen zu tun gehabt. Ich habe dann auch Spielpraxis in der zweiten gesammelt, um überhaupt wieder ranzukommen. Und das muss man halt auch wirklich sagen, der Kader, der ist auch einfach qualitativ so gut besetzt gewesen, dass man wirklich persönlich in einer absoluten Topform sein muss, um auch die Berechtigung haben zu spielen. Und ja, dann habe ich mich halt auch einigermaßen wieder rangekämpft und habe dann auch ein paar Spiele gemacht. Da freue ich mich auch sehr drüber, dass ich das dann noch geschafft hat, wieder an die Leistung heranzukommen. Das waren zwar nicht ganz so viele Spiele, aber zumindest hat man selber auch noch mit auf dem Platz gestanden und hat ja, versucht, der Mannschaft zu helfen. Und ja, deswegen bin ich einfach froh, dass wir das mit der tollen Mannschaft auch wirklich geschafft haben, dann ja trotz des Abbruchs nach 21 Spielen den Aufstieg geschafft zu haben. Dann kam die Saison 2020-2021. Oberliga. Und wie? Wenn diese Saison auch nicht abgebrochen wäre, hättet ihr noch vielleicht die Regionalliga geschafft. Wie siehst du das? Ja, also ich habe wirklich alle Spiele mit viel Interesse verfolgt, ne? Und auch war viel im Stadion, habe versucht, jedes Spiel auch live mitzuerleben. Und wenn das dann mal nicht möglich war, dann habe ich es mir tatsächlich zu Hause bei Sport Total angeguckt. Und ja, das waren wirklich überwiegend super Spiele, die man sich wirklich toll angucken konnte. Durch die Erfolge haben sie sich auch wirklich eine tolle Ausgangslage für die Rückrunde geschaffen und die durfte dann leider nicht mehr gespielt werden. Aber ich muss sagen, ich traue der Mannschaft wirklich viel zu und auch in Zukunft denke ich, dass die Mannschaft wirklich auch oben mitspielen kann und auf jeden Fall auch eine große Rolle mitspielt um den Aufstieg. Du hast jetzt Abschied vom aktiven Fußball genommen. Willst du oder machst du schon etwas im Fußball, wo du deine Erfahrung überbringen kannst, zum Beispiel als Jugendtrainer?
Ja, also als Jugendtrainer habe ich schon gearbeitet. Ich habe damals meine Jugendmannschaft übernommen. Ein halbes Jahr lang habe ich mal die D-Jugend von Nohne trainiert und dann habe ich mal in der F-Jugend noch meine Mannschaft für knapp 2 Jahre trainiert. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Es hat dann aber leider zeitlich nicht mehr ganz so hingehauen, weil man dann selber noch fast jeden Tag auf dem Fußballplatz stand und dann auch private Sachen dann in den Vordergrund gerückt sind mit dem Hausbau und so weiter. Und ja, ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, als Trainer zu arbeiten. Allerdings, wenn man dann wirklich auch ein bisschen leistungsorientierter trainieren will, habe ich mir eigentlich gesagt, dass es immer besser ist, erstmal Trainerscheine zu machen oder auch vielleicht bei erfahrenen Trainern erstmal sich ein paar Sachen abzugucken. Und wenn das dann wirklich mal irgendwann in die Trainerlaufbahn geht, dann möchte ich auf jeden Fall vorher auch einen Trainerschein haben. Und ich weiß auch, dass man da jetzt jemand in einem Alter ist, wo man damit auf jeden Fall auch anfangen müsste. Aber das habe ich mir dann schon gesagt, dass ich das erst machen würde, bevor ich dann tatsächlich irgendwie leistungsorientiert trainieren würde. Also es ist möglich, dass du über 4, 5, 6 Jahren hier in der Region irgendwo Trainer bist. Ja, also aktuell muss ich sagen, bin ich eigentlich mit der Situation, so wie sie jetzt ist, erfüllt die mich eigentlich total. Ja, da muss man halt mal gucken, ne, ob es dann immer wieder in den Fingern juckt und ist jetzt noch ein bisschen was anderes, ob man an der Seitenlinie steht oder selber auf dem Platz steht. Und ja, ich mochte immer gerne selber Gast geben. Ja, weiß natürlich ungefähr, wie sich das anfühlt, wenn man für eine Mannschaft verantwortlich ist. Als Lehrer hat man ja auch eine Schülerklasse vor sich oder im Sportunterricht, dann weiß man ja, wie es ist. Und da muss man mal gucken, ob man das dann zeitlich auch noch untergebracht bekommt. Ja, das musste man dann halt auch mit der Familie so ein bisschen abstimmen. Dem Fußball und Blau-Weiß-Lohne waren und sind wichtig für dich. Doch seit spätestens August 2015, denn da hast du deine Jugendliebe Christina Spreer geheiratet, ist sie und eure Tochter Mila das Wichtigste in deinem Leben. Sie, deine Frau, ist Dressur-Olympiasiegerin und öfters unterwegs und du bist Hauptschullehrer. Wie schafft ihr das zu organisieren? Ja, also das muss man natürlich sagen, die Familie steht da an erster Stelle und jetzt auch gerade zur Corona-Zeit, da hatten wir wirklich sehr viel Zeit füreinander und haben die Zeit auch mit unserer kleinen Mila sehr genossen. Tina, die war jetzt auch nicht so viel auf Turnieren unterwegs, dass man da wirklich schon viel Zeit miteinander verbringen konnte. Und wenn dann wirklich mal wirklich viel ansteht und das zeitlich ein bisschen schwierig ist, alles unter einen Hut zu bekommen, dann haben wir halt auch noch unsere Eltern, die sich jederzeit um die Kleine kümmern, wenn was ansteht. Und da haben wir auf jeden Fall genügend Hilfe und bekommen das aber jetzt auch alleine so erstmal ganz gut hin und ja, freuen uns auf jeden Fall, dass beide Elternteile, sowohl von Tina als auch von mir, da uns immer unterstützend zur Seite stehen. Ich habe soeben gehört, dass die Olympiade in Tokio noch nicht sicher ist, dass die stattfindet. Da sind viele Proteste und die Corona-Fallzahlen sind ziemlich hoch. Ist Christina auch in Tokio dabei? Und wie findest du das, dass in dieser Pandemiezeit, wird sie vorher geimpft? Ja, also bei Tina ist das so, dass sie auf so einer Longlist steht für Olympia und dadurch wurde sie auch schon vor 2 Wochen geimpft. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Tina jetzt bei Olympia dabei ist, die ist aber sehr gering. Sie ist nämlich gerade dabei, so gerade ihre jungen, talentierten Pferde weiterzuentwickeln und sich dann über gute Leistungen für die Kadermannschaft anzubieten. Die Entwicklung ist gut, aber um ganz oben anzuklopfen und jetzt bei Olympia dabei zu sein, jetzt in knapp 3 Monaten, das wäre wahrscheinlich wirklich utopisch. Aber generell denke ich, Olympia, ob das stattfinden soll oder nicht, man muss natürlich auch immer gucken, ne, wie die Einwohner oder gerade die Leute, die direkt daran beteiligt sind, das sehen. Corona ist bestimmt nicht zu unterschätzen. Aber ich aus Sportlersicht denke dann immer so, wenn man wirklich sein ganzes Leben für den Sport untergeordnet hat und so, und man ist jetzt gerade in einer Phase, wo man wirklich auch vielleicht körperlich die Bestleistung bringt, dann will man sich natürlich auch duellieren, dann will man in den Wettkampf starten und dann möchte man auch zeigen, was man will und irgendwann ist man zu alt und letztes Jahr ist es schon ausgefallen, ne, wo alle wirklich auf den Höhepunkt hin trainiert haben und wenn das jetzt dieses Jahr wieder so der Fall ist, dann finde ich das halt für die Sportler, die wirklich alles untergeordnet haben, sehr bitter. Und ja, aus Sportlersicht hoffe ich einfach, dass es stattfindet. Das ist doch mal wieder was anderes. Es ist im Moment viel mit Fußball überladen und einfach mal wieder andere Sportarten zu sehen und auch
ja, die Sportler mal wieder in das richtige oder in ein schönes Licht zu rücken. Das würde mich einfach freuen und ich gucke sowieso wirklich sehr, sehr gerne alle Sportarten und von daher würde ich mich auch als Zuschauer sehr freuen, wenn Olympia stattfinden würde. Aber wenn es stattfindet, ist es wahrscheinlich ganz ohne Publikum. Ja, ja, das ist natürlich dann wieder für einen selber, also als Sportler natürlich nicht schön. Ich habe zum Glück auch mal, oder ich war in der glücklichen Lage, dass ich das auch schon zweimal miterleben durfte durch Tina. Ich habe auch schon in den Stadien gesessen und habe auch unterschiedliche Sportarten gesehen und das ist einfach ein unglaubliches, so unglaublich tolles Gefühl, wenn die Sportler alle zusammen sind. Dann durfte ich auch einmal mit ins Olympische Dorf und wenn man das so sieht, was ja, was da einfach für eine Stimmung ist, dieses Feeling von Olympia, so ich habe es dann wirklich ja nur ganz, ganz kurz aufgreifen können, aber das war schon wirklich Wahnsinn und das ist schade für die Sportler, dass es wahrscheinlich auch das Olympische Dorf in diesem Sinne dann nicht gibt, aber und ich sag mal so, die zusätzliche Motivation durch die Zuschauer fällt natürlich auch weg, aber ja, trotzdem denke ich dann noch immer gerade an die Sportler, die jetzt gerade in einem Alter sind, die haben die das beste Alter, um Top Leistung abzuliefern und jemand läuft die Zeit davon und jetzt ist man gerade dabei und sagt, okay, ich gehöre jetzt dem Kader an, dann will man natürlich auch unbedingt bei Olympia starten und versuchen vielleicht auch eine Medaille mit abzusahnen. Und deswegen würde ich mich einfach aus Sportlersicht sehr darüber freuen. Stichwort Zuschauer. Bis zu nächster Saison, wenn wieder Zuschauer ins Stadion rein dürfen, als Fan im Heinz-Deppner-Stadion zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Also da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das wieder stattfindet. Und ja, ich habe schon in der letzten Saison, die dann ja leider abgebrochen wurde, versucht, möglichst alle Spiele zu sehen. Dafür ist man auch noch viel zu gut, auch mit den Spielern vernetzt und freut sich, die Spieler wieder zu sehen. Und das werde ich auf jeden Fall versuchen und ja, so viele Spiele zu schauen, wie es möglich ist und dann ja vielleicht auch mal als dein Co-Kommentator, wer weiß. Ja, gute Idee. Setze dich neben mir und du kommentierst mit. Ja, können wir gerne mal machen. Deutsch-holländische Co-Produktion. Jo. Und du kommentierst auf Plattdeutsch. Ja, ich muss auf Platt schnacken. Das muss ich noch ein bisschen üben dann. Das kriegen wir hin. Gut. Es steht in Lohne eine auf Papier sehr starke Mannschaft mit einem guten und engagierten Trainer Henning Risselmann auf dem Platz. Wie hoch schätzt du die Chance, dass sie wieder um den Aufstieg in die Regionalliga spielen werden? Ja, also die Chancen schufe ich wirklich als sehr realistisch an. Dazu muss natürlich alles passen, aber die vergangenen Spiele in der Oberliga haben schon gezeigt, was möglich sein kann und ja, dass die Mannschaft wirklich sehr großes Potenzial hat und man muss auch sagen, dass Henning das wirklich in kürzester Zeit geschafft hat, ja, mit attraktivem Fußball erfolgreich zu sein und dadurch hat er auch ein bisschen das Feuer in Lohne ein Stück weit neu entfacht und das konnte man wirklich sowohl bei den Zuschauern merken als auch bei gewissen Personen im Verein. Ja, dass da wirklich auch in gewisser Weise eine Aufbruchsstimmung war. Und ja, wenn man sich den Kader anguckt, der ist einfach qualitativ überragend besetzt. Das ist eine super Altersstruktur. Es gibt etliche Spieler, die schon viel Erfahrung in der Oberliga und auch zum Teil in der Regionalliga haben. Und ja, man selber als ewiger Blau-Weiß-Spieler wird sich natürlich immer darüber freuen, dass möglichst viele heimische Spieler auf dem Platz stehen, aber ich weiß selber, dass das schwer realisierbar ist. Je höher man spielen möchte, desto schwieriger ist es auch, junge Leute und gerade junge Leute aus dem eigenen Verein mit einzubinden. Aber da bin ich irgendwie doch auch noch irgendwie so eine Art Fußballromantiker und hoffe einfach, dass ja, wir auf Dauer auch viele Lohner Jungs auf dem Platz sehen und die man dann halt auch mit Lohne in Verbindung bringt. Aber Lohne hat immer eine gute Jugend gehabt und immer strömen junge Leute in die erste Mannschaft rein. Genau, also es ist schon so, dass immer mal die Jugendspieler das auch schaffen. Nur wenn man jetzt sieht, was für eine hohe Qualität aktuell in dem Kader ist, ne, wo dann wirklich, ich sag mal, wirklich gestandene Oberligaspieler vor so einem, ja, von einem A-Jugendlichen oder mit einem A-Jugendlichen zusammen im Team stehen, dann ist das für den A-Jugendlichen unglaublich schwer, diesen Sprung noch zu schaffen. Ich, wie gesagt, ich wünsche es mir, ich hoffe es einfach, dass da weiterhin viele junge Leute immer dabei bleiben.
Und die jungen Leute müssen natürlich auch die Geduld haben und vielleicht auch mal sagen, okay, in der A-Jugend war ich jetzt derjenige, der immer gespielt hat. Die kennen das ja auch gar nicht, dass sie mal auf der Bank sitzen. Und da wünsche ich mir auch einfach, dass junge Leute da vielleicht ein bisschen mehr Geduld mitbringen und auch sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier so hoch und in einer tollen Mannschaft Fußball zu spielen. Und auch wenn ich nicht jedes Spiel von Anfang an mache, ja, dass man dann peu à peu durch Kurzeinsätze dann an die Mannschaft rangeführt wird. Und ja, das muss man natürlich dann auch erstmal lernen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir hier 22 fast gleichwertige Spieler und dass man nicht selber für sich immer den Anspruch hat, dass man unbedingt von Anfang an spielt, weil es gibt mittlerweile so viele umliegende Vereine, gerade in der Landesliga, ne, die natürlich auch die Augen offen halten. Und klar, dann ist natürlich die A-Jugend von Blau-Weiß-Donau auch immer sehr gefragt. Und ja, wenn dann die Spieler natürlich auch von anderen Vereinen Angebote bekommen, dann ist das natürlich erstmal für einen selber ja eine Wertschätzung. Und ja, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn man so sagt, okay, ich gucke mir das mal ein Jahr an, dann sitze ich halt vielleicht auch viel auf der Bank und dass dann natürlich irgendwann die Gedanken kommen, dass auch junge Leute sagen, ich würde doch gerne mal ein bisschen mehr Spielpraxis sammeln und doch ein bisschen mehr spielen, dass dann irgendwann, ja, leider es häufig so kommt, dass die Spieler dann auch wechseln, ne? Ja, du sagst das Richtige, wenn ein Jugendspieler Oberliga oder sogar Regionalliga spielen will, dann braucht er Geduld. Genau, also auf jeden Fall. Und ich hoffe einfach, dass die jungen Spieler diese Geduld auch mitbringen, weil so ein bisschen aus den Erfahrungen der letzten Jahre sieht man, dass diese Geduld dann auch ein bisschen fehlt. Also ich kann mich an mich selber erinnern, ich habe damals auch, als ich in die erste Hänge gekommen bin, ich hatte eine Verletzung, die hat mich dann wirklich auch ein bisschen rausgeworfen. Ich war auch wirklich gut in Form und dann habe ich auch das erste halbe Jahr erstmal gebraucht, um mich auch an die Qualität, an das körperbetonte Spiel in der ersten Herren zu gewöhnen. Ja, und habe dann halt in der Rückrunde so meine ersten Einsätze gehabt und ja, das lief dann halt eigentlich auch ganz gut, dass man dann halt auch dauerhaft dabei war. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man von vornherein sofort gesagt hat, boah, hier, der ist gesetzt, sondern das war schon so, dass man selber auch ein bisschen Geduld mitbringen musste. Und ja, das wünsche ich mir einfach, dass die jungen Spieler das auch haben. Ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn da ein guter Landesligist oder Bezirksligist sich meldet bei dir als talentierter Fußballspieler, du möchtest spielen, du möchtest Fußball spielen, dann musst du eine gute Entscheidung machen und das ist schwer, meistens in diesem jungen Alter. Ja, das ist schon dann natürlich auch eine schwierige Frage, ne? Aber ja, ich denke einfach, dass in Lohne wirklich auch in Zukunft viel möglich ist und dass junge Spieler da auch wirklich viel von mitnehmen können. Und ja, ich glaube, dass der Weg von Blau-Weiß-Donau wirklich noch nicht zu Ende ist, gerade in der jetzigen Konstellation. Und ja, ich bin selber ganz gespannt, wo die Reise dahin geht und werde auf jeden Fall auch als Zuschauer weiterhin immer dabei bleiben und mir die Spiele anschauen und dabei natürlich hoffentlich viele Lohner Jungs auch auf dem Platz sehen. Ja, und wo die Reise hingeht? Na, guck mal nach Holstein Kiel. Vor 10, 12 Jahren spielte die noch in der Regionalliga gegen BV Kloppenburg und jetzt stehen sie an Tor von der Bundesliga. Aber träumen darf man. Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Ja, dann war die Region hier zu klein. Das wäre natürlich wirklich der Traum, aber das ist ein weiter Weg, ne? Ja, das ist ein weiter Weg und ein Traum. Aber wie gesagt, träumen darf man. So sieht's aus, genau. So, Christian, das war diese Folge vom Schnacken übers Telefon. Ich danke dir, es war sehr, sehr angenehm. Ich wünsche dir und deiner Familie sehr viel Glück, Gesundheit und Erfolg. Ich hoffe, dich bald im Einzelstepper-Stadion zu sehen. Bis dann. Ja, vielen Dank für das nette Interview. Ja, wie gesagt, der Deal mit dem Co-Kommentator, der steht. Das machen wir auf jeden Fall. Okay. Und dann sage ich Dankeschön, ne? Jo, tschüss. Okay, ciao.